Hi Leute, jetzt sehen wir dann gleich, wen wir spielen werden, denn es ist Zeit für Aram. Und wir sind heute wieder alleine unterwegs, ohne irgendwen, kein Darius, kein Jugurts, kein Fan, Larandir und Rikulat sind auch nicht dabei, oder besser gesagt, und in Aram weiß ich ja nicht, welchen Champion wir kriegen würden, oder werden besser gesagt, bin aber mal sehr gespannt darauf. So, zwei fehlen noch, komm schon. Annehmen, annehmen, annehmen. Nein. Doch? Ah, cool. Shen! Den habe ich ja noch nie gespielt. Auch mit den anderen kann ich nicht tauschen. Ich warte einfach mal auf 40 und dann vielleicht würfelt ja noch einer von denen. Und wenn bis 40 keiner gewürfelt hat, werde ich würfeln. Ich kann ja einmal. Wow, und ich kann fast zweimal. Haha, mir fehlen ja nur noch 36 Punkte. Gut, hat keiner gewürfelt, dann würfeln wir jetzt. Und yeah, Olaf! War ein guter Wurf. Halt, Moment mal, das passt eh. Mit dem kann ich wenigstens einigermaßen spielen. Und ja gut, lieber wäre mir jetzt Ryze gewesen, weil es halt gerade die Champion-Runde von Ryze ist. Aber mei. Lieber wären wir auch Leona, Cho'Gath oder Orianna gewesen, weil bei denen die Runenseite schon voll fertig ist. Bei Olaf leider noch nicht. Aber ist auch vollkommen egal. Wir sind nämlich gleich im Ladebildschirm. So Leute, im Ladebildschirm werde ich diesmal die Gegner vorstellen. Der Jugurt hat es ja vorletzten Mal sehr ernst genommen, hat wirklich jeden einzelnen Gegner im Detail vorgestellt. So detailreich werde ich es nicht machen. Und ja, wir haben also hier den Udyr. Ich sage immer Udyr zu dem normal, aber es ist ja ein U. Keine Ahnung, da kommt wohl der französische Unterricht ein bisschen bei mir durch. dann die Caitlyn, Kyle, Teemo und Vayne. Und bei uns dann das Ezreal, der Bioschmiede Darius. Das schaut irgendwie ein bisschen aus wie Designed, finde ich. Naja, also der Darius halt Mao, Kyle, Lee Sin und wir mit Olaf. Da hat er jetzt auch ein neues Bild vom normalen Skin, hat er. Und ich muss sagen, der schaut echt geil aus. Aber ich werde den verlassenen Olaf weiterspielen. Schauen wir doch mal. Vayne ist normaler Schaden, Caitlyn normal, Udyr und Kyle sind gemischt. Und der Teemo kann sich's aussuchen. Von dem her würde ich meinen, eher auf Rüstung zu gehen. Aber ich spiele ja einen Olaf, ich gehe auf Schaden. So, wie schaut's denn aus mit dem Prozenten? Ezreal ist das bei 28%. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber der lädt auch. Doch, er lädt weiter. Okay. Der hat wohl einen kleinen Hängerer oder irgendwie sowas. Der spielt auch Ranglistenteam, so wie es aussieht. Ist auch Silber. Ich hoffe, das wird was. Oh, ich sehe gerade, wir haben drei Nahkämpfer. Die sind in Aram ziemlich scheiße. Gut, ich kann meine Axt werfen, aber das ist dann doch nicht so gut. Maokai und Ezreal sind, glaube ich. Na, Maokai kann auch bloß was werfen, aber ist auch ein Nahkämpfer. Das ist ziemlich blöd. Wie schaut es denn unten aus? Oh, alles Fernkämpfer außer Udyr. Und Teemo. Nee, ich meine Kyle. Aber der Kyle kann ja auch zum Fernkampf werden. Das ist ziemlich blöd. Ich glaube, wir werden sehr schwer haben. Verdammt, schwer. Aber ich hoffe natürlich, dass wir es gewinnen. So, los geht's. Hier. Da seht ihr es. Ein Ausschnitt von seinem Gesicht. Von dem neuen Olaf. So, gehen wir mal vor. Was sagt der? Versuche im Zweifelsfall einfach irgendwas. Was? Das habe ich nicht mehr verstanden. Ich habe die Musik ja auch wieder bis. Ich weiß gar nicht, habe ich die Musik leise gestellt? Müsste eigentlich leise sein. Ach, und meine Axt hat ja jetzt auch eine Minimalreich. Moment mal, die haben den Olaf überarbeitet. Ich habe mit Olaf noch gar nicht gespielt seit der neuen Überarbeitung. Ich sollte mir die Fähigkeiten nochmal durchlesen. Ich habe auch die Gegenstands-Items noch nicht angepasst, fällt mir gerade auf oder so. Habe ich alles noch nicht gemacht. Olafs Angriffstempo ist pro 1% fehlendes Leben um 1%. Nö, das hat sich, glaube ich, gar nicht geändert.
Olaf wirft eine Axt an eine gewählte Stelle und verursacht damit normalen Schaden an Einheiten, die sie durchdringen, und verlangsamt sie bis zu 2 Sekunden lang um 35%. Je weiter die Axt fliegt, desto länger dauert die Verlangsamung. Sie dauert aber nie weniger als eine Sekunde. Falls Olaf die Axt aufhebt, wird die Abklingzeit der Fähigkeiten um 4,5 Sekunden reduziert. Aber ne, da. Vorher konnte ich sie auch direkt auf mich machen. Jetzt geht's nicht mehr. Was ist das da? Das hier wurde... Au. Das hier wurde direkt verändert, glaube ich. Okay, ich glaube, ich sollte ein bisschen zurückgehen. 6 Sekunden lang erhält Olaf 9% Lebensraub und das Angriffstempo ist erhöht. Ja, der Zappervampir ist weg, den ich mich schon gefragt habe, weil eigentlich ist er für Olaf ja komplett nutzlos, es sei denn, er kauft sich ein Item, das Magieschaden verursacht. Und, ja. Ihr wisst, was ich meine. Während dieser Zeit erhält Olaf 1% erhöhte Heilung aus allen Quellen pro... Nein. Verdammt. Aus allen Quellen pro 2,5% Leben, das ihm fehlt. Geil. Erhöhte Heilung auch noch. Das ist echt neu. Das haben sie komplett überarbeitet. Aber ich find's geil. Nein. Jetzt bin ich da reingerannt. Und was ist das da? Rücksichtsloser Schwung kostet immer noch Leben. Okay, was machst du da? Nein. Ich bin tot. Klinge da abgekauft. Ironische Stiefel der Deutlichkeit. So, jetzt können wir aber wenigstens lesen. Olaf schwingt seine Äxte so kräftig, dass seinem Ziel absolute Schaden zugefügt wird. Die Kosten. Nein, Mist. Die Kosten dieser Fähigkeit entsprechen 40% des insgesamt verursachten Schadens. Das aufgewendete Leben erhält er aber zurück, falls er das Ziel tötet. Das ist ein Fehler. Frals steht da. Gut, das hätte jetzt Maokai gut brauchen können. Ein Gegner wurde getötet. Ist ja cool. Noch einer. Normale Angriffe verringern die Abklingzeit von rücksichtsloser Schwung um eine Sekunde. Oh, das ist ja geil. Und was ist das da? Du hast die wichtige. Ja, gut. Olaf L. Passiv. Rüstung und Magieresistenz. Oh, das ist hammergeil. Und Olaf entfernt alle kampfunfähig machenden Effekte. Von sich und wird für die nächsten 6 Sekunden immun gegen sie. Während dieser Zeit verliert Olaf den passiven Effekt von Ragnarök und hält 40 Angriffsschaden. Das heißt mehr Schaden, aber dafür weniger Rüstung und so. Zack und... Nein. Ich will keinen Schaden erleiden. Ich will euch Schaden zufügen. Das ist meine Axt. Oh, jetzt ist die Axt weg, aber egal. Nein, ich habe keinen getroffen. Okay, das ist echt geil. Muss ich schon sagen, ja. Boah. Das ist auch Hammer. Nein, ich will doch noch gar nicht sterben. Nein, scheiße. Die Kettin hat mich erwischt. So, mal das da. Als nächstes holen wir uns das hier. Das schwarze Beil. So, Israel. Ah, wir leben wieder. Israel hält tapfer Stellung. Hol dir mal das Leben hier. Wir haben noch eine Minion gekillt. Mit unserer Axt.
So. Erwischt mit der Axt. Und den Keil erwischt, aber dafür habe ich, Schaden bekommen. Gut durch Stahl. Das hole ich mir jetzt schnell hier. Nein, 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 nein. Scheiße. Holen wir uns die boshaften Schläge. Finde ich jetzt echt geil. Gegnerische Doppeltötung. Das ist eigentlich der passive Effekt vor. Eigentlich der gleiche Effekt hier, der zweite, wie bei Geistessicht. Also zumindest ein ähnlicher. Das, dadurch wird ja auch der Lebensraum erhöht. Je mehr Schaden ich. Je weniger Leben ich habe, desto mehr Leben kriege ich. Das ist schon geil. So, ich habe keine Lust zu sterben. Ich hole mir jetzt dir die Heilung. Und wäre trotzdem fast gestorben. Nein. Bisschen Lebensraub. Ah, da ist ja auch noch was. Das hole ich mir. Ich weiß jetzt nicht, wer da gepinkt hat, aber ich bin ihm dankbar. So, die Axt voll geskillt. Und schon wieder Schaden erlitten von irgendwas. Nein, 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 nicht sterben! Puh, ich lebe noch. Aber wirklich sehr knapp. Dadurch würde ja eigentlich auch die Regeneration erhöht. Oh ne, ich habe fast die Caitlyn gekillt. Ha, der Ezreal hat den letzten Schlag gemacht. Sie ist gestorben. Minion gekillt. Boah, da ist eine Heil... Ah, die hat sich der Yi geschnappt. Nein. Ezreal kommt da besser zurück. Gekillt. Nein. Ich will nicht sterben. Da ist ein Pilz, das habe ich genau gesehen. So, 1485. Ich finde, ich halte mich wacker. So, ich... Ach, die Caitlyn haben wir, hat er erwischt gehabt. Ich gehe jetzt zurück und hol mir hier die Heilung. Zack. Ui, die hole ich mir auch gleich. So, komm schon. Gekillt. Boah, Timo ist fast tot. Nein, 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 nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Wie schaut's denn aus? Nein, ist noch nicht da. Aber ich lebe noch. Ich hätte auch fast Timo gekillt. Da hole ich mir jetzt das hier. Nein, 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 nein. Wieder Timo erwischt. Gekillt. Ja, nicht ich, aber er ist tot.
Ah, nur zwei erwischt, verdammt. So, ein bisschen Lebensraub an. Nein, 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 nein. Verdammt, ich bin aus Versehen in Caitlyns Falle gegangen. Ja gut, das Geile ist, die haben zwar lauter Fernkämpfer, aber das Geile bei uns ist ja... Boah, ich habe Israel gerade voll das Leben gerettet. Und krieg dafür nicht mal einen Assist. Aber ich gehe jetzt zurück und hol mir ein bisschen Leben. Blutrausch. Ich wollte gerade irgendwas erzählen und ich habe schon wieder vergessen, was es war. Was wollten denn ich erzählen? So, ein bisschen Leben geholt. So, den Udir gleich mal verringert. Nimmst du dir, Darius? Hol ich mir das... Oh, das ist ja gar nicht da. Mist. Nein. Nein, verdammt. Oh, Mist, jetzt war ich zu gierig. Ich hole mir jetzt das hier und dann hole ich mir noch gleich Elisas Wunder dazu. Und die Blutklinge kommt auch noch. Als nächstes. Was? Gegnerische Dreifach? Nein. Oh fuck, wir sind alle tot. Das ist nicht gut. Ich glaube, unser erster Typ ist gerade gestorben. Gefallen. Wurde zerstört. Zertrümmert oder was auch immer. Aber ich habe keine Lust, dass das bei unserem zweiten Typ auch noch passiert. Boah, verdammt, das ist eine Falle. Schon. Der Udi ist unverwundbar, aber gleich nicht mehr. Okay, dann greifen wir halt die hier an. Ja, das ist meine Axt. Nehmen wir doch gleich mal mit. Oha. Ja, Udi erwischt, aber dafür einen Angriff vom Turm kassiert. Nein, ich wollte gerade ein bisschen an dem Belagerungsvasallen da schlagen. Greifen wir den Turm an. Nein, verdammt, 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 verdammt. Scheiße. Das war nicht gut. Ach nö. Jetzt verlieren wir auch noch. Wenn es so weitergeht. Ich hoffe, der kommt wieder, ansonsten haben wir es noch härter. Ich meine, das sind ja alles Fernkämpfer. Ach, klasse. Und wir nicht. So, ich darf nicht Udi angreifen. Nicht Udi angreifen. Scheiße, ich greife Udi an. Ah, Udi ist gestorben. Nein, 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 verdammt! Ah, scheiße. Nur wegen dem Maok, wenn der jetzt noch dabei gewesen wäre, wäre Kyle 100 pro gestorben und dann hätten wir, wäre ich vielleicht auch nicht gestorben. Kyle hat gar keinen Schaden gemacht oder zumindest keinen, vielleicht zu den anderen keinen Nennenswerten. Sinn ist verreckt, obwohl Israel gepinkt hat. Scheiße.
Ja, beide haben die Wellen getroffen. So, nochmal jeder die Wellen. Nein, das gibt's doch nicht. Wir machen hier so viel Schaden. Die Vayne. Die Vayne macht so viel Schaden. Mensch, und der Maokai ist immer noch nicht da. Aber wir können uns jetzt die Blutklinge leisten. Als nächstes holen wir uns Atmas Pfehler. Aber Moment mal, Atmas Pfehler oder Schlund von Malmortius? Das ist ja die Frage. Verdammt. Oder war das Atmas... Nee, Atmas Pfehler hole ich mir. Nein, nicht ist. Scheiße. War einfach zu viel Schaden. Ja gut, es ist eh vorbei. Please report Maokai. Ich werde reporten. Er ist ja nicht zurückgekommen. Wie lange hat das Spiel jetzt eigentlich gedauert? Weiß ich gar nicht. 17 Minuten, ja klar. Ich schreibe es hier nochmal. Please report Maokai for leaving the game. So. Verlassen des Spiels AFK. Gut, dann werde ich jetzt mal den Ezreal, den werde ich für hilfreich ehren. Und bei den Gegnern... ja, ich glaube, ich ehre die Vayne. Okay, die Caitlyn kann ich auch noch ehren. Gut, dann war's das. Wir sehen uns dann beim nächsten Aram. Ciao!